Willkommen zu einem neuen Stream. Edna bricht aus mit dem Zwergenfürst. Hoffentlich heute ohne weitere große Abstürze und Fehler. Wie in den letzten zwei Parts. In den letzten zwei Streams. Ich habe das Spiel neu installiert. Jetzt hoffe ich jetzt, dass das jetzt beim dritten Versuch mal funktioniert. Nach der neuen Installation ist da jetzt keine Fehler mehr da sind. Gut. Kleines Intro. Jo. Hab hier noch andere tolle Sachen im Stream-Setup. Hier kann ich auch sagen, hier. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter. Ja, Glöckchen aktivieren, nicht vergessen. Auch ganz wichtig. Ja. Kann ich auch noch sagen, das passt ja hier für den Stream. Das kann man ja fast schon so sagen. Kann ich das auch noch ankündigen. Dran halten. Jung. Na dann. Genug rumgespielt. Ab ins Spiel. Gut. Wir müssen jetzt erstmal mit dem Arnumann reden. Für den haben wir im letzten Stream diesen Bügel hier besorgt. Hallo, Arnumann. Warum sollte ich den hergeben? Was? Gut, dann gib halt den zweiten her. Nummer 2. Warum sollte ich den wieder hergeben? Wett. Ich dachte, jetzt können wir dem Alu-Mann. Hallo? Hey, Alu! Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ich dachte, der braucht jetzt einen... Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Okay, das kennen wir alles schon aus Eltern. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Tja. Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Theorien? Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Okay, ja, eigentlich, ja, das ist... Sprechen wir über was anderes. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Ich meinte, wir müssen den doch irgendwie jetzt weglocken und das können wir doch am besten. Warum sollte ich den hergeben? Ich weiß auch nicht. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich habe einen Kleiderbügel für dich. Kann ich den Kleiderbügel haben? Ja. Ich muss langsam mal weiter. Dann wohl Pass nicht. Auf dein Karma. Pass auf dein Karma auf. Gut, hier entlang wird man, glaube ich. Vielleicht kommt der Adoman. Ja, nein, nicht hier lang.
Vielleicht kommt der Anoman ja von selbst hinterher. Wir brauchen den Andauerts. So durch den Wäschedüft. Na komm. Ja, der Hermante, den haben wir im letzten Stream entfernt. Der ist jetzt nicht mehr da hier. Da kommt der nächste Ausgang. Sehr gut. Und noch und weiter. Los geht's. Wir müssen da ins obere Geschoss. Nicht in die gleiche Ebene wie die Gummizelle, aber... Da kommt der nächste Ausgang. Wir müssen zurück. So, hier mal runter. Sehr gut, und da hoch. Durch den Keller nach oben. So, hier müssen wir lang. Ich habe schon so einen Plan, was wir hier tun müssen. Wir müssen den Adoman, vielleicht ist er ja dann schon da. Ich weiß nicht, wie er hinkommt. Vielleicht mit seinem Bügel. Genauso wie ich. Aber ja. So. Nein, dich auch nicht. War denn der Raum? Hier nicht. Ich suche nach diesem Raum mit der Vergessensmaschine drin. Der ist woanders im Haus. Dieser Raum mit der Erde wahrscheinlich hier in diesem Korridor. Okay, dann müssen wir nochmal weiter. Okay, da nicht. Jetzt suche ich mal den Raum. Okay, ja, hier sind wir ganz falsch. Tja. Dann vielleicht hier. Gehen wir wieder zurück. Okay. Hier war's. Wäschelüftsystem. Na komm, Haken. Das sieht gefährlich aus. Egal. Na, vielleicht finden wir es ja gleich. Da kommt der nächste Ausgang. Da sind wir schon mehrfach durch Zufall durchgelaufen. Durch dieses Zimmer. Aber bewusst bin ich da noch nicht hingelangt. Wahrscheinlich ist es hier im zweiten Bereich. Da kommt der nächste Ausgang. Gut. In einem dieser Türen. Nein, die sind falsch. Raumsuche. Wieder falsch. Das ist das Klo. Da kamen wir her. Und da hinten ist Rudi und Morty. Und los geht's. Dann mal weiter hier. Ja, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wo das war. Da kommt der nächste Ausgang. Der Raum mit dem elektrischen Stuhl. Nee, wir fahren jetzt mal weiter. Nicht absteigen. Tja, und sonst so. Da kommt der nächste Ausgang. Eine Runde mit dem Sessellift gefahren und mit dem Wäschelift. So, vielleicht. Nee, hier war nur. Hier war das Klo. Da sind die beiden drauf. Ich durchsuche jetzt einfach alle Türen. Und hier war der Bienenmann, wenn ich richtig im Kopf habe. Da war die Bar und da hinten war noch dieser kleine
Abstellraum. Gut. Das sind wir falsch. Hüst, hüst. Nein, nicht dorthin. Hier. Wahrscheinlich hier auf dieser Seite. Na komm. Durch da. Das war der Raum hier. Gut. Wir müssen auch irgendwann mal in einem Part mal hier überall durchgehend alles nochmal voll spritzen. Also mit dem Ketchup und dem Senf müssen wir ja das nochmal alles bekritzeln. Müssen wir auch nochmal ein Part mal mitmachen. Doch dort abspringen in dem Keller. Im Keller raus und dann da hoch. Naja, irgendwann finde ich's. Dauert jetzt ein paar Sekündchen. Wir haben ja jetzt Zugang zu allen Gebieten. Da kommt ist der heute vielleicht Ausgang. Ein bisschen hin und her Lauferei. Aber gut. Können wir bei der Gelegenheit hier nochmal Ketchup und Senf. Sehr gut. Hier noch. Und Senf. Sehr gut. Und weiter hier. Und los geht's. Die Unterschrift von Dr. Marcel nur noch fälschen kann. Aber gut. Da kommt der nächste Ausgang. Na runter hier. Hier nochmal voll spritzen. Ketchup. Und Senf. Und hier nochmal. Ich gebe überall meinen Senf zu. Gut. Unterschrift. Oh. Dr. Marcells Unterschrift. Da stehen aber drei Xer. Oha. Nimm es weg! Nimm es weg! Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist bloß Ketchup. Böser Ketchup! Böser Hobbit! Macht böse Flecken! Sehr tolle Anspielung. Na dann. Der Mantel wäscht sich. Hier unten war die Sache mit dem... Da war der Maulwurf drin, der sich durch den mit den Löffeln durchlöffelt, durchschachtelt. Ja. Hier wieder lang. Ich speichere mal ganz kurz. Nicht grundverkehrt. Wir haben jetzt schon was verspritzt. Bespritzt. Klingt auch falsch. So. Ah, ja, das vielleicht. Tatsache, das ist der richtige Raum. Aber der Arnomann ist noch nicht hier. Schade. Wir müssen den Arnomann hier in diesen Raum kriegen. Nicht nötig! Alles unter Kontrolle! Ja. Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Ja, gut. Okay. Ich müsste mal den Anuman jetzt hier irgendwie herkriegen. Wir müssen den Anuman überreden, dass er mit uns hierher kommt. Tja. Ja, okay. Wieder zurück zum Autobahn oder was? Die Tür ist jetzt leider zu, sonst könnten wir direkt durchlaufen. So müssen wir jetzt den langen Weg nehmen. Den langen Weg, den Wäschelüft. Das Wäschelüftsystem. Na komm. Geste. Na
komm schon. Sehr gut. Na dann. Das sieht gefährlich aus. Egal. Ja, egal, los geht's. Da kommt der nächste Ausgang. Dum, 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 dum. Okay, hier sind wir wieder. Der Adrian. Hm.